dieses Hüftöffnen, ich habe das vorgestellt, das dynamische Hüftöffnen, und ich gebe euch mal den nächsten Schritt dafür, nämlich dass ich das eine Bein oder das andere Bein beginne zu strecken. Dafür habe ich den einen Fuß so, den anderen und das andere Bein so, sodass ich hier, ne, es kann sein, dass ihr erstmal euch bewegen wollt mit der Hüfte so ein bisschen, damit das sich so ein bisschen einrastet. Okay, der erste Schritt zur Erinnerung ist, dass ich gehe nach vorne, ich lasse mich fallen, lasse das Knie und komm hoch, sitz und auf der anderen Seite rollen und zurück. So, das kann ich jetzt wieder weiterführen, so wie ich das schon mal gezeigt habe. Du rollst zurück, deine Hüfte und deine Füße organisieren sich und du rollst weiter und weiter. Und das Ganze kann auch andersrum gehen. Die Hüfte organisiert sich im Kreis. So, jetzt komme ich dahin und strecke ein Bein. Jetzt habe ich, ne, das eine Bein gestreckt, ich gehe nach vorne. Jetzt gehe ich zur anderen Seite, roll und das andere Bein. Und jetzt versucht mal, dass ihr wirklich euch nicht mit dem Arm abstützt, sondern dass diese Bewegung aus der Streckung des Beines kommt. Strecken und strecken. So. Wenn ich das habe, kann ich das weitergehen lassen. Jetzt fängt ihr an, die Hüfte auf, zu, fallen lassen. Zurück. Anderes Bein. So. Eine Fläche zu haben ist schon mal nicht schlecht dafür. Na, ihr dreht jetzt aus der Hüfte das, was für manche, ne, du drehst, du streckst in das Bein und lässt das sich.